Hallo, willkommen bei deiner Bastelshow, der Krela. Ja, ich möchte heute mit dir eine winterliche Karte basteln. Und ich habe mir hier so ein paar Sachen schon vorbereitet, aber noch nicht alles. Ich denke mal, das ein oder andere werde ich vielleicht spontan noch dazu nehmen. Aber das ist das, was ich auf jeden Fall benutzen möchte. Einmal habe ich hier dieses Winterstempelset. Es wird eine Winterkarte werden. Dann habe ich mir hier verschiedene Stempelfarben ausgesucht. Das sind so Grundfarben, schwarz, grün, blau und rot. Und ich habe mir eine scharfe Schere genommen, ein Falzbein und hier ein Schneidebrett, was gleichzeitig auch zum Falzen ist. Der ein oder andere kennt es ja von mir. Und ich habe mir natürlich einen A4-Bogen in Weiß genommen. Den brauche ich gleich, um meine Karte herzustellen. Und ich fange auch direkt mit euch an, ohne lange zu reden jetzt. Ja, ich möchte eine Winterkarte oder eine Wintergeburtstagskarte machen. Und jetzt halbiere ich erstmal den Bogen, sodass wir hinterher zwei Karten erstellen können. Einmal halbieren, das in der Mitte dann falzen. Ne? A4 halbiert ist A5 und das werden wir jetzt in der Mitte einmal falzen. Wenn du dieses Brett nicht hast, kannst du es auch klassisch mit Lineal und Bleistift machen. Da haben wir schon die erste Karte fertig, jetzt die zweite auch schon direkt. Das geht hiermit immer sehr flink. Und jetzt, knicken wir das Ganze, damit wir unsere Doppelkarten haben. Da gehe ich immer noch mit so einem Falzbein nach. Und dann einmal diese Seite. Jetzt nehme ich mir Stempelfarbe in Rot und stempel mir erstmal einen Rand. Als nächstes nehme ich mir hier diesen Pinguinstempel. Und verteile ein paar lustige Pinguine. Und jetzt entscheide ich mich für diesen Geburtstagsspruch. Einen lieben Geburtstagsgruß. Den stempel ich jetzt hier hin. Und diese Karte bekommt einfach ein Danke. Zusätzlich stempel ich jetzt hier noch ein paar Bäume hin. Einfach, das passt zum Skifahren, finde ich. Die Karte bekommt auch ein paar Bäume. Und hier habe ich gerade gesehen, da ist mir so ein Malheur passiert. Wenn euch sowas passiert, das macht nichts, dann müsst ihr die Karte nicht wegschmeißen, sondern einfach überlegen, was kann ich jetzt daraus machen. Man könnte jetzt zum Beispiel dort einfach noch irgendwas hinstanzen oder hinstempeln. Zum Beispiel habe ich mir jetzt hier aus weißem Fotokarton was ausgestanzt. Und da mache ich doch jetzt einfach so, als ob es so gewollt war. Da mache ich jetzt einfach noch einen Sternenkreis. In Schwarz mache ich den. Den kann ich dann gleich da drüber kleben. Und vorher mache ich da aber auch noch was drauf. Hier einen lieben Geburtstagsgruß. Man könnte jetzt eine Zahl reinmachen. Oder einfach nur hier zum Beispiel, finde ich auch ganz witzig, einfach nur so eine Schneeflocke in die Mitte. So, und jetzt nehme ich 3D-Pads.
Und dann kann ich das damit verdecken. Als ob es so gewollt war. So, und so habe ich zwei einfache, ja, Anfängerkarten, die aber sehr süß geworden sind und schnell gemacht. Und ja, das ist wirklich eine Kartenidee, schnell gemacht und mit wenig Materialien. Ideal auch zum, ja, zum Arbeiten mit Kindern. Das war meine heutige Bastelidee für euch. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Bastelt euch glücklich, malt euch frei. Eure Tanja. Tschüss.